Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Transport Fever. Hier auf Zeigte, wir sind in Jessern und in Jessern kommen gerade ein Haufen Passagiere an. Da warten allerdings schon die Trams mittlerweile auf Weiterfahrt. Die sind hier quasi wirklich am Bande. Hier wartet keiner länger als ein paar Sekunden, bis die Tram einkommt. Also Wartezeit so gut wie null. Steigst in die eine oder steigst halt in die eine Sekunde später losfährt. Ne? Kommst ankommen, tust du. Schnell. Oh, das ist auch cool. Schau mal hin, wie nett. So ein kleines Markise hier oben drauf. Das schaut noch nett aus. Etwas gewöhnungsbedürftiger Baustil, so ein Blockbau, aber auch hier mit den Ratternmöbeln hier unten dran, finde ich sehr schön gemacht. Okay. So, jetzt kommen hier mal ein Haufen Züge an. Züge! Der will nach Wohnort. Mit der Tram will er zum Wohnort fahren, das ist okay. Wie viel wohnen eigentlich in so einem Ding? Ach nix, das sind keine Wohngebäude. Das ist ein Wohnhaus. 272 Bewohner wohnen hier. Deswegen ist hier auch natürlich knallevoll, weil hier überall fast 100 Leute wohnen oder mehr. Oh, was ist denn hier oben eigentlich drauf? Ah, schau mal. Das sind so... Oh, cool. Sonnenschirme und sowas. Hier aber nicht. Ah, hier nicht. Das ist cool, cool gemacht. Okay. Jetzt gucken wir mal. Hier wächst auch weiterhin immer der Personalhaushalt. Es kommt wieder ein Zug an, voll beladen. Und hat 4 Millionen gerade dabei gehabt. 41 Millionen macht die Kiste. Und könnte noch so viel mehr. Würde einfach hier mehr abgehen. Wird spannend. Bleibt spannend, ist immer spannend. Und auch hier... Gerade die S-Bahn-Betriebe, die kommen hier wirklich mal hart vor. Wie schaut es hier aus? Nicht so voll, wie ich gerne hätte, aber schon, wird schon. Wird, also es wird hier oben. Aber auch hier könnte man langsam mit einer Ringbuslinie arbeiten. Auch hier. Aber hier noch nicht so ganz. Ne? Schillingstedt, es darf noch ein bisschen arbeiten. Hier oben haben wir Spielmannsholz und gehen weiter nach Eichenau. Jetzt muss ich mal gerade gucken, läuft da eigentlich noch eine Fluglinie? Talmühle Rom ist leider eingestellt. Ist leider eingestellt. Da wollte ich mal ganz kurz gucken, was wir da noch im Angebot haben. Ach, das sind die ganzen Frachtdinger, ja. 55 könnten hier mitfliegen. Kauf mal zwei und pack die mal auf die Talmühle-Rom-Linie. Ich will es einfach nur mit ganz wenig Flugzeugen mal wissen. Ich will einfach das mit den Fliegern nicht ganz einstellen. Ich trau dem Ganzen einfach noch nicht so wirklich. Aber ich hoffe, dass es wird. Weil ich glaube, das könnte nämlich richtig gut gehen, wenn dann die Anbindung über Lautenbach da ist. Also Lichtenau, Lautenbach und dann hier runter an den Zentralbahnhof Rom. Ich meine, viel ist hier nicht los, ne? Sind wir mal ehrlich, das sind Minilinien, die mit einer Regionalbahn fahren. Viel geht da nicht. Das kostet. Das kostet einfach nur und bringt nicht viel. Aber das kann man mal so laufen lassen. Rom selber sollte eigentlich ganz gut versorgt werden. Wird's auch. Fast vollständig ausgebaut. Gucken wir mal schnell. Hier haben wir eine Lieferung und Fabrikationslinie. Das ist okay. Hier ist auch immer ganz gut was los eigentlich. Die Lieferung hier können wir mal schnell einstellen auf die neuen All-Cargos. Und hier von den Gütern her auch auf All Cargos. So, was sagt die Fabrik hier? Liniennutzung, ja. Nichts weiter als Problem gemeldet. Dann machen wir mal Folgendes. Und zwar von der Linie auf die Rom-Lieferlinie. Stellen wir mal einen ab, damit sich das ein bisschen ausgleicht.
Genau, und dann lassen wir das so weiterlaufen. Rom selber? Hat einen Knick. Arbeitsplätze gehen hier runter. Wie gesagt, meine Hoffnung ist, dass hier ein bisschen was geht. Jetzt gucke ich mal gerade. Das ist ein Problem gerade. Okay, also Rom ist noch ein bisschen schwierig. Ja, und hier fährt halt noch super wenig mit. Es kommen zwar ein paar an, aber es ist noch zu wenig. Und das müssen wir jetzt einfach mal langsam hinbekommen. So, der startet hier über Rom durch, über die Dächer Roms. Okay, das geht leider so nicht. Das geht auch nicht. Das geht auch nicht in falscher Richtung alles. Okay, jetzt schauen wir mal, wie viele warten hier. 7 aktuell. Da könnte man doch mal einen Flieger voll bekommen. Dauert bestimmt nicht mehr lange, bis hier einer landet. Dauert bestimmt nicht mehr allzu lange. Da hinten sehe ich was fliegen. Ah, speichern kommt uns dazwischen. Mal hier auf der Startbahn. Müsste ja gleich einer kommen. So lange darf das ja nicht dauern. Oder schaue ich in die falsche Richtung? Das kann auch sein. Nee, ich glaube, der kommt von der Seite hier. Ich glaube, der kommt von der Seite hier. Gucken wir mal. Wie gesagt, ich bin gerade mega gespannt. Ein bisschen gehypt, aber auch hauptsächlich gespannt, wie das dauert oder wie lange das dauert, bis hier der nächste kommt. Aber es sollte eigentlich nicht lang dauern. Es sind 2 Flieger und so weit haben die es jetzt nicht, ne? Schauen wir mal. Passagiere stehen auf jeden Fall ganz gut da. Da kommt einer. Ich gehe wieder in die Lauerstellung. Irgendwo am Horizont. Da kommt er an. Seht ihr ihn da reinfliegen? Er kommt ganz schnell rein. Baby. Reaktiviert, meine Lieben. 0 von 55 kommen aktuell. Ich weiß gar nicht, haben wir denn überhaupt diese Flugplatzroute noch laufen? Ja, die läuft noch, ne? Die machen auch massiv Minus. Ja gut, lassen wir mal anlaufen. Es kann dann sein, dass dann doch irgendwann demnächst hier mal ein paar mitfliegen wollen. Zumindest die zurück wollen, die jetzt aus Rom kamen. Wäre ja auch schon mal was. Weil 44 Leute wollen immerhin mitfliegen und so ein Flieger hat 55 Platz. Und hier scheinen auch wohl mehr Leute zu kommen. Schauen wir mal, was der Flieger in ein paar Minuten sagt. Ich bin gespannt. Ich bin echt gespannt, was der Flieger hier verdient, wenn er ankommt. Ich meine, schnell sind die Teile schon, ne? Da kannst du nichts sagen. Aber es belebt Rom jetzt auch gerade ein bisschen, dass die Flieger da sind. Scheint mir zumindest so, als würden wir diesen Trend da nach unten, würden wir ein bisschen ausgleichen können damit. So, der dreht gerade ein. Das heißt, der müsste jetzt ziemlich schnell eigentlich hier, so halbwegs zumindest. Boah, krass. Schau mal, wie schnell der ist. Jetzt gucken wir mal. Jetzt müsste er eigentlich in den Landeanflug übergehen. Er hat den Berg gerammt. Fast nochmal. Jetzt schon wieder. Uiuiui. Oh.
Da kommt er an. Wie gesagt, ich bin gespannt, was der an Finanzen hat. Zwei Millionen hat er verdient. Das ist okay. Vier Leute nimmt er allerdings nur mit. Also er muss eigentlich sowas im Dauerbrenner voll fliegen, damit er. Also ein Flugzeug muss eigentlich immer voll beladen sein, damit es sich lohnt. Das ist jetzt so ein bisschen die Problematik an unserem kleinen Systemchen hier. Ich will jetzt mal Folgendes machen, und zwar, ich will unser Minisystem, das wir jetzt uns überlegt haben, will ich jetzt auf Roma anwenden mit den mehreren Kreislauflinien, die wir hier haben. Das ist die Lieferlinie im Prinzip, das müsste die sein, genau. So, wir machen jetzt Folgendes, wir machen aus der Lieferung Lebensmittel 1, machen wir so. Und jetzt schauen wir mal. Also, die nimmt jetzt im Prinzip alles hier mit. Okay, wir machen mal kurz Pause. Also, Lieferung. Rom. Das hier. Das hier. Und das hier ist die Lieferung, die wir haben wollen. Macht die Sache deutlich schneller, deutlich kürzer. So. Und jetzt überlegen wir uns Folgendes, und zwar, hier kommt noch eine Haltestelle für unsere Tramlinie her. Und zwar, Haltestelle kommt hierher. Die ist zwar ziemlich nah hier dran, das weiß ich schon. Warte mal, das ist die 2, nach der 2, nach der 1 kommt die noch sogar. Und nach der 14 kommt sie nochmal. So, dann machen wir das so. Und dann kommt hier nämlich nochmal die nächste Linie her. Und die nennen wir jetzt Rom Lebensmittel 2. So. Und die wird jetzt hier weitergehen, und zwar von hier unten wird die rausgehen. Geht hier vorbei. Geht hier vorbei. Geht hier raus. Und kommt hier nochmal rum. So, und die wird jetzt einfach, die kriegt jetzt erstmal so einen von den LKWs. Gucken wir schnell. Rom Lebensmittel 2. Es passt soweit. Verzeihung. So. Nee, da hier. Da kaufen wir jetzt nochmal ein paar. Einfach um die Produktion nochmal weiter zu bringen und hier vor allen Dingen nochmal die Lebensmittel auch einen kleinen Ticken anzuheben. Dass die leichter in die Stadt reinkommen. So, machen wir das mal so. Das kann mal so laufen. Und hier wollen nämlich sehr viele auf die Rom Lebensmittel 2. Versuchen wir Getreide anzuliefern. Okay, Getreide geht gerade einen Bach runter. Aber Rom braucht eigentlich gar nicht so viel Lebensmittel, oder? Naja, doch. Naja, ist fast gut ausgelastet. Viele haben jetzt vorgeschlagen, wir könnten doch von hier nochmal einen Lieferzug machen. Und zwar einen Lieferzug, der nach Rom fährt. Der diese Lieferung hier nimmt und nach Rom auch ein bisschen quer anliefert. Idee ist gut, Idee ist gut. Ich frage mich nur gerade, wie ich die am blödsten umdeichseln kann. Und zwar, das können wir eigentlich nur über einen Weg schaffen. Wir müssen den Zug hier anders gestalten, der muss anders fahren. Und zwar machen wir Folgendes, wir können das verwirklichen, das geht schon. Aber der muss viel früher muss der auf die eine Spur wechseln. Und zwar hier schon. Hier kriegt er sein Signal. Oh, da habe ich, warte mal kurz. Da habe ich was falsch gemacht. So, der kriegt hier jetzt seine Spur. Und hier kriegt er seinen Wegepunkt, damit der da gleich langläuft.
macht er auch automatisch schon, weil ich muss den jetzt hier im Prinzip freiräumen, damit wir hier nochmal rausgehen können und nach Rom weiter düsen. So, das heißt, wir werden hier jetzt rausgehen. Können wir auch gleich schauen, dass wir so halbwegs an diese Stelle uns angleichen. So, machen wir so. Und hier wird es folgendermaßen passieren. So, da haben wir nämlich gleich eine Doppellinie hier drauf. Weil der muss ja im Prinzip jetzt hier geradeaus weiter. Aber den lassen wir jetzt mal so mitlaufen. Ja, lassen wir den mal so mitlaufen. Das sind so meine Mega-Bauprojekte. Ich liebe solche Bauprojekte. Viele finden das nicht so gut, dass ich halt solche Projekte starte. Aber ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich würde es gar nicht anders wollen. Ich finde die so geil. So, lassen wir das mal so laufen. Das ist ja in Ordnung so. Kann er ruhig, auch wenn er das jetzt hier mit so einem Zwischending macht, interessiert mich jetzt eigentlich gerade gar nicht so. So, pass auf. Und jetzt machen wir Folgendes. Das kostet natürlich, das kostet immer. Das ist in Ordnung, dass das ein bisschen Geld in Anspruch nimmt. Ich will das jetzt auch gar nicht schönreden oder sowas. Und zwar, wir kommen hier oben an. Jetzt muss ich bloß gucken. Hier will ich einen Bahnhof herbauen. Kopfbahnhof. Kein Durchfahrtsbahnhof. 400 Meter auf jeden Fall. Und das müssen wir jetzt hinbekommen, dass das irgendwie so an den dran geschlossen wird. Und das ist gar nicht so einfach. Das heißt, wir müssen hier im Prinzip schon in den Berg rein. So. Jetzt gucken wir mal gerade, hier ist die Terrangleichung nicht möglich. Weil das Problem ist, so können wir es nicht machen. Wir könnten es höchstens so machen. Da brauchen wir aber auf jeden Fall den zweiten Straßenanschluss. So, machen wir so. Machen wir das mal so. Okay, so. Und jetzt gehen wir mit dem Ding dann hier rein. Der blockt sich zwar ein bisschen, aber das macht nichts. Das tut mir jetzt nicht weh. So, okay. Und dann fangen wir an. Ich hoffe, das klappt jetzt auch. Ja. Bis zum Ausgang hier oben. Gucken wir mal schnell. Passt das? Okay, sind noch Highspeed-Gleise. Wenn so eine Linie mal auf Anhieb nicht will, Freunde, macht euch nicht verrückt. Das kann mal passieren, dass die ein Problem hat mit irgendwas. Ich empfehle in dem Fall einfach immer stur zu bleiben. Oder im Zweifel. Wenn das Problem wirklich nur eine Straße ist und ihr baut hier gerade ein Mega-Bauprojekt. Straße weg, Bauprojekt fertigstellen, Straße drüber. Tut nicht weh, geht relativ schnell und ihr seht schon, macht eigentlich keinen großen Unterschied, ne? Schaut genauso aus, hat halt ein Problem weniger. So, Kosten, wie gesagt, sind bei solchen Projekten exponentiell hoch. So, und hier gehen wir jetzt auf den letzten Meter. Einfach noch rein. Da muss diese zweite Bahn nämlich gar nicht hier drüber. Wie gesagt, auch da kein Problem. Und da könnten wir jetzt uns überlegen, ob wir bei sowas vielleicht uns überlegen möchten. Zwei Züge, ob die reichen, weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Könnten wir auch mit drei Zügen vielleicht arbeiten. Denn die bringen jetzt eine unbeschreibliche Menge an Rohstoffen an. Und hier machen wir jetzt Folgendes. Das hier wird jetzt ein neues Depot für uns werden. Und zwar tatsächlich machen wir das folgendermaßen.
Hier kommt ein Depotanschluss rein. Der wird nicht viel benutzt werden, ne? Also der wird eigentlich ziemlich gar nicht benutzt werden. Der ist jetzt nur für diese eine Linie da, weil es einfach schöner ist, die so anzuschließen. Ihr wisst, wenn ich es vermeiden kann, mache ich das und baue halt nicht so viele Depots überall hin. Aber in dem Fall lohnt sich es jetzt einfach für diese Linie ganz gut soweit. Ach, apropos, wollen wir da jetzt einen Mega-Zug drauf kaufen? Neue Linie. Von hier zur Mühle. Nach Rom. Anschluss. Oberrom ist der Anschluss, so heißt er. Jetzt gucken wir mal, ob der unten auch gut aussieht. Ich glaube aber schon, der wird nämlich den Mittelpunkt hier bekommen. Genau. Und damit schaut diese Linie nämlich gleich viel geiler aus. Muss bloß eine Kleinigkeit müssen wir bloß beachten. Und zwar, der bekommt nämlich sein Signal hier noch in die Hand. Und das untere machen wir weg. Weil das Signal muss jetzt quasi weichen. Genauso wie auch dieses Signal hier im Prinzip noch her muss. Weil dieses Signal bringt uns jetzt nicht mehr viel. Das steht jetzt quasi nur noch da, um uns später mal zu ärgern. Hier haben wir es auch schon. Hier ist der Wegpunkt. Das passt alles wunderbar. So, die Linie heißt Tal, Mühle, Rom, Güterzug 1. So. Und auf den werden wir jetzt mindestens... Ich würde jetzt mal kurz Pause machen, denn das Spiel ist gerade abgestürzt. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder, meine Lieben. Bis dann, habt eine tolle Zeit. Lasst euch gut gehen. Euer Zwerg, auf zu Active. Tschüss.